Wie viel habt ihr von Rap LaRue schon mitbekommen? So? Habt ihr das irgendwie so verfolgt? Oder? Also ich muss halt sagen, dass ich das immer nur so, immer nur über die Plattform mitbekomme, aber jetzt irgendwie so aktiv Folgen. Eine Folge noch nicht geguckt, sondern? Nee, nee. Okay. Also halt immer so mitbekommen, der ist von da, der ist von da. Da ist ja auch halt, musst du dir ja viel reinziehen. So, ne? Ich hab dir ja vorhin schon gesagt, ich hab's nicht mal mehr mit Serien so. Ja. Ich bin froh, wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringen kann, so, weil der Tag halt einfach voll ist. Aber die Jungs sind ja auch heiß, also die sind ja unumgänglich, weißt du, die bekommst ja überall mit, ob es jetzt auf Insta oder TikTok ist, hauptsächlich auf TikTok. Und deswegen weiß man halt, also heißt, mit dem du Begriff, hast schon ein paar Künstler mitbekommen, so. Hast du da irgendwen, der dir so im Ohr geblieben ist oder so? Magst du irgendwen sehr? Ich kann mir die Namen halt nicht merken, okay. Alter. Okay, okay. Ich kenne nur so ein paar. Aber wir gucken gleich dann. Wir gucken, ja, voll, dann ja. Aber das ist halt wirklich. Okay, das heißt, wir gucken gleich die letzte Folge, Leute. Das ist die letzte Folge. Eine Person fliegt noch raus. Let's go. So, herzlich willkommen zur letzten Folge von Rap LaRue. Und zwar endet dieses Projekt heute hier. Aber wir sind jetzt schon in der Bewerbungsphase zu Rap LaRue 2. Und zwar könnt ihr gerne hier eure Bewerbung einschicken. Und Abaya, mein wunderschöner Bruder, wird auf Twitch drauf reagieren. Und ich werde auf Twitch drauf reagieren. Unsere beiden Twitch-Kanäle sind auch in der Bio. Wie heißt du auf Twitch, Bruder? Abaya Music. Und ich, De La Rue TV. Schickt gerne eure Bewerbung ein. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Und bald geht's los mit Rap LaRue 2. Ich sage, dass Abaya rausfliegt. Warum machst du so, Bruder? Und nach dieser Folge findet eine Abstimmung statt. Ihr als Community habt die Chance, eure Top 3 Künstler von Rap LaRue 1 zu wählen. Ihr votet für die und setzt sie auf Platz 1, 2 oder 3. Pow! Also wir haben ja schon einige Folgen geguckt hier im Twitch-Stream und normalerweise Folgen fangen nie so an. Ich glaube, das ist dieser Bonus-Gewinner-Song quasi, den Haaland und Eamon zusammen performen durften und wo die extra in die Stadt gefahren sind, um Musik wieder zu drehen. Ich habe noch nichts davon gesehen und den Song auch nicht gehört, deswegen bin ich gespannt. Ich laufe doch, finde keinen Weg. Mama, wie oft noch, es tut mir so leid. Denn all die Probleme, die ich immer brachte, sind düster und kosten mich immer mehr Zeit. Ja, Sekri, Wurzel, komm mal, renn los. Auf B-Folgen, Schellen, Blut tickt. Vendetta, mein Bodyguard trägt dein Herz aus Eisen. Sag Hallo, Selim, sie winkt bei meinem Vario, Tatütata. Handel zwischen Aymaras. Nix im Magen, Tränen reflektieren sich im Ballermann. Unsere Herzen sind draußen erfroren. Das Böse in mir hat gewonnen. So, das ist das Intro quasi von dieser Folge. Boah, krass. Ach krass, das ist noch gar nicht mit Dings. Nee, das ist nur das Intro. Ah, die haben extra einen Song gemacht und Video gedreht, so in den letzten Tagen. Für das Intro der letzten Folge. Okay, krass. Wir den richtigen Weg, halt unsere innere Seele hinter der Schnee. Wie im Winter der Schnee. Ich glaub, es kommt was Böses an. Ballon, Lachgas, Lachgas, Lachgas. Oh, ich bin in Bonn-Lö gefangen. In Vakuum, Placa, Placa, Placa. Greif zum Butterfly, bevor Mama weint. Désolé. Oh, ich bin in Bonn-Lö gefangen. Ballon, Lachgas, Lachgas, Lachgas. Seiten auf Null. Steig in der Polsache, das Ghetto schreit, presst du Fleisch, schwarz-weiß, Nike, Anzug. Lauf durchs Atelier, PSG, Asics, Gel, Dembele. Im Ghetto ist der Bolzer unsere Champions League. Ewe. Wieg mit Waage, Pisola, kommt vom Plattenbeton, Ache. Wir sind Jungs vom Block, wo groß auf Straße, Ghetto, Kapitän. In der Dunkelheit, wenn Wolken schimmern, wird die Glocken sichert. Wähl den richtigen Weg, halt unsere innere Seelen wie im Winter der Schnee. Wie im Winter der Schnee. Ich glaub, es kommt was Böses an. Ballon, Lachgas, Lachgas, Lachgas. Oh, ich bin in Bonn-Lö gefangen. Im Vakuum, Placa, Placa, Placa. Rief zum Butterfly, bevor Mama weint. Ich bin im Bonn-Lö gefangen. Ballon, Lachgas, Lachgas, Lachgas.
Geiles Video, geiler Song, $750, so Emir. Ich habe von den Leaks nichts geschaut. Ja, Mann, ey, einfach diese Folge wurde auch geleakt. Diese Folge wurde geleakt. Es gibt da so ein... Worte können nicht beschreiben, was für ein Huren... Auf Telegram, der ist so eine Telegram-Gruppe, Bruder. Der schreibt einfach rein, hier die ganze Folge von Rap La Eri. Aber woher? Wie? Ich habe keine Ahnung, keiner weiß das. Wirklich, also wirklich keiner hat einen Plan? Nein. Woher? Nee. Das ist ja nee. Schon... Folge 8. Libero. Alles Amino, ne? Alles Amino und sein Team, ja. Wir hatten insgesamt 5 oder 6 Kameramänner da. Okay, nice. Auch einer von Icon. Echt? Ja. Witzig. Einige haben auch gesagt, bestimmt war das der Kameramann von Icon, der geleakt hat und so. Also ich habe ihn als sehr korrekten Jungen wahrgenommen. Auf jeden das Fall. War jetzt aber das Intro nur, ne? Das war das Intro, ja. Okay, crazy. Ja. Rap La Rue, hast du dich schon ein bisschen unsympathisch gemacht. Warum? Erzähl mir ganz sachlich, warum. Ich werde mit dir diskutieren, gar kein Problem. Ich bin einsichtig, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber wenn es darum geht, warum hast du G rausgeworfen? Halt dein Maul oder verpiss dich. Ich schwöre. Guck mal, wer entscheidet, ob es eine Fehlentscheidung ist oder nicht? Entscheidest du das? Oder warum bist du dann nicht in der Jury? Verstehst du? Lass mich in Ruhe mit dieser Fehlentscheidung. Dann pumpt den doch, supportet den doch so. G ist ein kranker Motherfucker, so. Weißt du, wie ich meine? Nur lieber an ihn. Aber guck mal, wenn du jemanden feierst und seine Musik gerne hörst, warum fuckst du dich darüber ab, dass er rausgeflogen ist? Anstatt ihn einfach zu supporten, weißt du, ich meine? Diese Memo? Ja, diese Memos, Digga. Was war mit dem? Oder ich krieg immer so Memos von so 8-Jährigen. Und jetzt, du Penis, sag ich dir nochmal, sagen sie schon 1000 Leute, du scheiß TikTok-Ripper. Echt? Ja, aber das war so... Oder hast du geleakt dann? Ja. Ach oder? So, ja, also. Ich auch mal. Wer geht viral? Gio mit seinem Song Katastrophe. Guck mal, das ist auch ein Baba-Bild von mir, Sammy, auf jeden Fall. Seid ihr angezogen und steht draußen, okay? Alles klar. Auf geht's, komm. Aufstehen, Jungs. Was ist Haragai? Wieso macht ihr auch ruhig? Ihr müsst ja aus dem Schlaf schreien. Bruder, ihr wisst nicht, was Sammy mit Kauter gemacht hat. Wir gehen bei Kauter ins Zimmer rein, so. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf Kamera ist oder nicht, aber Sammy kommt bei Kauter ins Zimmer rein. Wir sind mit Kamera. Der ist so, Kauter, warum riecht ihr so nach Furz? Ich kann die atmen. Und dann alle direkt weggeschmissen. Was ist denn mit Kauter zu sehen? Ich sehe aus wie ein Penner. Boah, ohne Vorhersage ist raus. Ja, Mann, ihr könnt jetzt predikten, wer rausfliegt. Also steht, was ist? Breel, Amo, Ilo, Haaland, Eamon, Kauter. 6 Leute noch, Digga. Ah! Ey, ballert zum dritten Mal schon, ja. In die Nadel links. 10 Minuten. Das ist, glaube ich, muss ja 10 Jetzt war die einzige Frau. Ach so. Ja. Kauter! Ich war so lieb zu sein, oder? Kauter, aufstehen. Du musst in 10 Minuten los. So, du fliegst nach Hause. Ja. Letzter Tag, komm schon.
machen. Rise and shine. Der Affe wurde ihr von Eamon geschenkt. Die haben doch so romanzenmäßig. Oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt Promo ist oder nicht. Alle Leute, einer sagt, nein, es war nur TikTok-Promo, der andere sagt, nein, es ist echt und so, keine Ahnung. Mhm. Mach mal kurz die Tür auf, Cousin. Eamon. Ist nicht schlimm. Wer ist der VIP-Gast? Das ist mein Bruder Mo Phoenix, Habibi. Wenn Samuel und ich uns eine Meinung waren, dann war sowieso klar. Und wenn wir zwei verschiedene Meinungen hatten, dann haben wir das ganze Team von Rapper Rue reingeholt. Und die hatten zusammen quasi die dritte Stimme. So. Ich bin alleine. Einfach Mo am Start, ey, ihr müsst Mucke machen. Machen wir, Bruder, machen wir. Ja, darüber sprechen wir auch schon länger. Also keine Sorge, Leute. Ja, ja. Da kommt sicherlich noch was. Auf jeden Fall. Ist 10 Minuten, ja? Wie? Wie viel los ist denn? Es ist Zeit fürs Finale, Cousin. Auf geht's. Willst du wirklich einfach den kicken oder was? Ich muss. Boah, der Sammy, wie lange ich den schon kenne. Kennst du mich schon lange? Ja. Ja. Ich kenne seine Musik von damals noch. Also der hat damals richtig witzige Sachen gemacht so, und da hat der immer so zwischen den Blogs in Frankfurt am Main und hat so coole Spots gehabt und ich kenne ihn auf jeden Fall noch diese, weiß jetzt nicht wie die heißen und so, aber ich habe seine Mucke, ich habe nichts von seiner Mucke gewusst so bevor ich ihn kenne. Ich kenne ihn halt nur durch Musik. Ah, okay. Also ich kenne Sammy jetzt nur durch Musik. Krass. Ja. So, wann hat er mit Stream angefangen? Relativ früh so, ne? Weil das weiß ich gar nicht. Ich habe ihn irgendwann nicht mehr mitbekommen, nachdem das mit Musik irgendwie weniger wurde oder so. Ne? Der meinte auch, ich habe den glaube ich auch mal gefragt, ich so, Bruder Sammy, ganz ehrlich, warum keine Musik mehr so, ne? Warum streamen so. Also ganz ehrlich, Bro, lohnt sich viel mehr. Ja, dann, lohnt sich viel mehr. Dann ist das so. Ist so, okay, verstehe. Okay. Dann ist das so. Okay. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, habt ihr gut geschlafen? Ich heiße euch herzlich willkommen zu der letzten Folge. Das Ende. Libero. Unter euch sechs wird uns heute einer verlassen. Und dann? Also Breel, Ilo, Eamon, Kauta, Haaland, Amo. Kennst du? Mhm. Hat mit dem gestreamt, der kommt aus Nordheim. Ja, genau. Ja, ja. Ja, der kennt auch Kite und so, ich weiß nicht, ob du Kite kennst und sowas. Der Producer, der hat die beiden Songs gemacht, die ich dir geschickt habe. Offiziell vorbei. Ihr hattet Zeit, einen Song vorzubereiten, mit dem ihr euch verabschiedet. Weißt du, was Sammy immer blöd gemacht hat, Bruder? Er hat immer so alles gesagt, was man sagen konnte und der so, und jetzt du aber, ja. So, was soll ich jetzt noch sagen? Was machen? Wildweise. Die Entscheidung wird mir sehr schwer fallen. Ich habe ihn gerade gefragt, ey, können wir nicht alle mitnehmen? Müssen wir wirklich einen kicken? Er so, Bruder, ich muss. Damit bin ich nicht einverstanden, aber das sind die Regeln. Aber ey, ihr habt es bis hierhin geschafft. Wir sind wirklich am allerletzten Tag. Rap La Rue. Ein Applaus für euch, Leute. Ja, gibt alles, gibt 1000%. Okay, ihr wisst, worum es geht. Und wir sehen uns gleich bei der Challenge. Sieht man ja immer nur die Ausschnitte und jetzt sieht man halt, wie interessant das wirklich ist. Ja, ja, voll. Also ich habe das wirklich vorher so nie, also in dieser Form verfolgt, sondern man hat immer nur Ausschnitte gesehen, ne, von Marrakesch oder woanders genau, halt. Ja. Ne. Diese Bilder, das ist mein Herz, weil das war der erste Tag, da kamen gerade alle an, so, weißt du, alle voll gut drauf und jetzt so Vergleich krass. Mit letzter Tag, alle so am Weinen und so. Jetzt hast du mich auch mit.
Das ist hart. Ja. Voll krass. Voll, wenn man das so sieht, dann fragt man sich, warum hängen die im Internet? Die sind doch eigentlich alle wie wir. Ja, Bruder, das sind auch ganz normale Menschen, Mann. Die Leute, so, aber Kinder machen aus denen natürlich super, super Stars und machen direkt daraus Religion und so. Warum sind wir so? Um zu weinen! Krass einfach. Und jetzt kriegt jeder Einzelne diese Performance mit seinen Mutter ein. Schwer, ich weiß. Wir haben uns extra für diese Kulisse entschieden, weil jeder Weg hat einen Anfang und ein Ende. Oder Sammy, Alter, mit diesen Sprüchen immer. Einer hat mal so bei YouTube kommentiert, Sammys Sprüche klingen so wie von ChatGPT. Ich habe mir so totgelacht. Und er macht immer diese Emotionalität und so. Und die sind eh schon am Ende. Die waren alle natürlich nervös, weil die wussten, oder einer fliegt heute nach Hause, ich will nicht derjenige sein. Mhm. Chance steht 1-6, dass ich weg bin jetzt. Wir hatten eine richtig schöne Zeit zusammen. Ja? Ich möchte mich wirklich vom tiefsten Herzen an euch bedanken. Ihr seid mir ans Herz gewachsen, ich bin Fan von euch geworden. Aber ich kann mich noch nicht wirklich freuen. Weil einer von euch muss heute noch nach Hause. Ich weiß, es ist hart. Den Song, den ihr jetzt performt, ist euer Abschiedssong. Oh, damit werdet ihr Rap LaRue verlassen. Es gibt keine nächste Runde mehr. Lasst alle eure Gefühle, alle eure Erinnerungen, ob sie gut oder schlecht waren, alles, was ihr die letzten Monate durchlebt habt, könnt ihr jetzt hier am Mikrofon freien Lauf lassen. Ja, es ist sehr emotional, Leute. Ich sehe das auch in euren Gesichtern. Aber Emotionen ist was Gutes, etwas Ehrbares. Und das solltet ihr auf jeden Fall einfach zulassen. Und das in eure Karriere stecken, in eure Performance stecken, in eure Songs stecken. Ihr seid Künstler. Ihr macht Kunst. Und bedenkt immer eine Sache. Wie viele Leute hätten sich gewünscht, jetzt in eurer Position zu stecken? Ihr lebt euren Traum. Wer möchte anfangen? Breel, bitteschön. Und guck mal jetzt, ne, was Breel bringt. Ihr müsst euch vorstellen, so diese Emotionalität, ne, alle sind so angespannt und so, einer muss nach Hause gleich und so. Und dann Breel, ich glaube, Breels dritter Satz oder so im Song ist so genau auf den Punkt gebracht direkt und alle so, pff, oh mein Gott, scheiße. Poet dieser Bayer Music. Bruder, Sammy hat mir alle Worte aus dem Mund genommen, was hätte ich machen sollen, Bruder? Ich sag so, naja, ist so sehr emotional. Achso, zeigen jetzt noch so die Entwicklung, boah, geil. Kennst du Songs von ihm? Nein, leider nicht. Das ist genau dein Ding, Bruder. Echt? Also jetzt in diesem Finale der Song, vielleicht nicht so mäßig, aber der hat Songs in diesem Format gebracht, die waren wirklich so, ich habe ihm sogar gesagt, auf diesem Style, Bruder, du bist der Beste in Deutschland. Echt so. Geil, ja, ja. Ich bin gespannt. Dieser amerikanische R&B, weißt du? Bombe. Ja. Musik ist einfach mein Leben. So, das heißt, ich habe sehr, sehr viele Menschen liegen gelassen, um diesen Traum zu leben. Und ich hoffe, dass das jetzt einfach klappt. Ich verliere mein Appetit, denn was jeder versucht, mich hier zu vergiften. Also führe ich mit, was jeder jetzt kriegt. Breel, alle, Baba. Stark gemacht, alle. Haha.
yeah. Hatte Rainy Days nur wegen Gucci's. Hatte Rainy Days an meinem Plug. Machen mir dies weh und du nur zusiehst. Jeden Tag am Machen nur noch stark. Hölle, was ich habe mit meinem Cousin. Und vergesse nie, woher ich komm. Deine Lieblingsrapper, meine Groupies. Denn sie warten alle, dass ich drop. Bin wieder faded, bitch. Deine Niggas sind da pushen und machen okay. Doch meine sind dangerous. Ihr macht 100 in der Woche mein Brand-Paket. Wir machen kein basic shit. Sah so, so gut, wenn ich rauche, wechsel ich Planet. Vergesse meine Schmerz. Bro, du weißt, denn da kommt das Geld nicht von allein. War zu lang im Dunkeln, aber jetzt ist meine Zeit zu scheinen. Sie haben gedacht, ich gebe auf und komme nie so weit. Das war der Satz, den ich eigentlich meinte. Bruder. Und das dann in einem Rap-Larry-Finale zu bringen, ist schon nice, Bruder. Ja, voll. Boah. Bist schon im Finale so. Und ich mach den Touch schon in der Zone. Sie machen Medi-Rock, ich mach den Medi-Work, Bro, ich seh zu viele Baddies. Ich hab nicht viel gebraucht, aber der Teufel hat mir eingeredet, dass ich viel zu wenig hab. Bin am Machen von morgen bis Mitternacht. Seit 3 Jahren rede ich nicht mit meinem Vater. Seit 4 Jahren rede ich mir ein, dass ich diesen Scheiß von der Familie schaffen kann. Ich mache nur Banger, Bro, ich bin ein G. Ich werde Mörder, egal welcher Beat. Ich bin das, was sie erzählt, ich bin das, was sie rappt. Doch keiner von denen ist real. Sie wärgern wie wir, aber wir nicht wie sie. Bro, mein Zuhause war immer die Street. Wir haben zu viel riskiert, damit der Scheiß geklappt, denn dafür steht zu viel auf dem Spiel. Bro, du weißt, denn da kommt das Geld nicht von allein. War zu lang im Dunkeln, aber jetzt ist meine Zeit zu scheinen. Was ist denn? Sammy, krieg mich doch nicht, Bruder. Aber crazy. Aber ich muss sagen, das ist nicht mal Brills stärkster Song. Sie haben gedacht, ich gebe auf und komme nie so weit. Und ich mach den Touch und in der Sound. War auch geiles Setup dort aufgestellt, also dass es schön laut war beim Performen und so auch. Bruder, ich hab den Arsch gerettet. Ich war der Einzige, der Bluetooth-Box dabei hatte. Ah, krass. Wir haben über Bluetooth-Box gehört, leider. Heftig. Ja, es ist halt, an was man denken sollte. Du kommst dann mit 30 Mann, fliegst in ein anderes Land und so, musst das an das denken, an das denken, an das denken. Soundbox ist dein Koffer alleine. Ja, so. Das war halt nur so kleine Dings, weißt du? Schmerzen im Brustkorb, mein Herz sieht aus wie ein Tatort. War sie der Job, bei dem du immer warst? Ich hab noch die Screenshots, schwarz auf weiß, der Beweis, doch ich hoff noch. Es ist nur ein Fake, das bist nicht du, mein Schatz. Comment un tu peux me faire ça? Comment? Dis-moi comment? Zeigst du in unsere Welt? Sag mir warum? Stellst du dich dumm? Je suis si malade, 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 chérie. Oh, wie uns kennen, noch nie gesehen. Trop tard pour un désolé. Wir sind uns fremd, ab heute fremd. Ton amour, criminel, criminel. Geh der Weg, geh der Weg, geh der Weg. Malade, 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 chérie. Oh, wie uns kennen, noch nie gesehen. Jedes Wort, jeder Blick, jeder Text, jeder Ort. Ich denke zurück und nichts war echt. Ich drück auf Play, alles zieht vorbei wie ein Film. Du bist nicht der Mann, den ich dachte zu kennen. Wie soll ich jemals wieder wem vertrauen? Trau nicht mal mir. Comment ich bitte faire confiance? Dis-moi comment? Baby, sehr heilerachtig. Fio ist krank, ne? Me preach can break. Je suis si malade, 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 chérie. Oh, wie uns kennen, noch nie gesehen. Trop tard pour un désolé. Wir sind uns fremd, ab heute fremd. Ton amour, criminel, criminel. Geh der Weg, geh der Weg, geh der Weg. Malade, 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 chérie. Oh, wie uns kennen, noch nie gesehen.
Kauter, auf jeden Fall. Song, ja. Sorry, dass ich dich vorher nicht auf dem Schirm gehabt habe, aber das war auf jeden Fall, das war krass. Ich wusste, dass es dir gefällt. Ist ja. Das schon draußen? Der Song, die Songs von den Folgen kommen immer am darauffolgenden Donnerstagabend okay. raus. So. Aber ich habe gehört, sie macht jetzt auch einen Song mit Nemo. Echt? Ja. Crazy. Boah, geil. Ja. Das ist crazy. Aber Nemo war sowieso von Anfang an so richtig so interessiert an Rap La Rue und sowas. Der hat sich halt direkt so ein paar Connections klar gemacht. So, der so, ey, kommt, wenn ihr Bock habt, können wir einen Song machen. Und natürlich für Newcomer ist das, Bruder, natürlich mal so ein Song. Natürlich. Weiß ich mein. Deswegen, der Song mit Nemo und Kauter, ich glaube, der ist noch nicht draußen, aber ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Wo, aus welcher Ecke kommt sie? Weil der Name ist mir irgendwie... Kauter, ich glaube, irgendwer meinte, Bonn ist die Hood. Vielleicht ist sie aus Bonn. Ist sie wahrscheinlich. Ah, nee, aber du meinst Land, Marokko. Nee, Marokko habe ich schon gecheckt. Ja. Aus welcher Ecke in Deutschland? Ja, Bonn dann, ja, okay. Ja. Das ist nicht die, die ich... Ich erinnere mich auch an einer Kauter, glaube ich, oder so, aber aus Frankfurt-Ecke war das, also nicht Bonn. Vielleicht ist sie Frankfurt, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass wir waren am Flughafen und Kauter erzählt mir so, ich habe vorher halt noch nie so wirklich so ein Wort mit dir gewechselt, richtig, weil das war das erste Mal, dass ich die Künstler so live getroffen habe. Nee, das zweite Mal, dass ich die Künstler live getroffen habe. Und dann meinte ich so, irgendwie haben wir geredet, so, wir waren in der Schlange so mit Passport und so. Und die so, ja, ich komme ja aus Marokko und so. Ich so, ah, krass und so. Die so, ja, aber ich bin Ureinwohnerin, so, ne? Ich so, wie meinst du Ureinwohnerin? Ja, Berberin. Ich so, okay. Ah. Aber die meinte so, aber ich bin Susi. Ja, dann noch, was das? Ja, und die meinte so, Susi ist so dieser Stamm von Berbern, den alle anderen Stämme und auch Marokkaner so, die bringen Kinder bei, die gab's nie. So mäßig. Wie nochmal, was machen die? Die bringen Kinder bei, die gab die, also es gibt keine Susi. Es gibt keine Susi. So. Nee. Also die würden, die akzeptieren einfach nicht die, krass, die Existenz. So die, heftig, ja. Das ist schon hart so. Dann haben wir so voll lange über so marokkanische Stämme und so gesprochen. So sehr interessant auf jeden Fall. Heftig, krass. Ja. Also sehr. Dankeschön, Kauter. Kauter. Ist auch eine Bedeutung, habe ich vergessen. Und bevor jemand sagt, ne, ich weiß sowieso, Leute werden mir nachschreiben, warum vibe ihr nicht, warum vibest du nicht und so. Oder letzter Tag, Finale, sehr emotional und so. Und Sammy hat extra so gesagt, Bruder, wenn die Songs fertig sind und so. Nicht viben. Kein, nein. Der meinte, wir geben kein Feedback. So. Ach so, ah, weil okay. Es ist schon Finale. Ist, wir müssen die Songs nicht mehr kritisieren, weißt du, okay. Was ich meine? Wir sagen einfach danke, nächster. Okay, okay. Wer möchte als nächstes? Milo. Wie ich zur Musik gekommen bin, ich höre viel Musik, ich dachte mir einfach, komm, versuche ich es und jetzt versuche ich es. Er ist auch wirklich so sympathisch, ne? Und so lustig, aha, oder? Er ist einfach so, er kommt in den Raum, dass diese Person, die einfach in den Raum kommt und Liebe und safe. Alle sind am Lachen so. Ja, so. Ja, ja. So ein Typ ist das, besser Mann. Nachts hab mich verloren in der dreckigen Sand, kein Rendezvous. Und ich denke, für die heutige Zeit so ein Ilo, Bruder, mit Kuss. Ilo Haraga, Eis. Auch sein Gewand und so. Du reißt mir deine Hand, doch mir tut's weh. Ich lieg schlaflos in der Nacht um 4:10 Uhr. Sie ruft mich an, Chéri, hast dich verbrannt, Chéri. Ich geh nicht ran, Chéri, in mir gefangen, Chéri. Seh dich, du Panama, Rotlicht, vor dein Bacimo. Komm mit Alabas Modric, wie im Classico. Doch bin ich dumm, bist du nicht da, verliebt in Rausch, das letzte Mal, Verlorene Seen, bist du bereit, sag, wo bist du? Heute Nacht sind wir zu zweit, kein Rendezvous. Deine Blicke aus Eis, sag, wo bist du? Lange Nächte in Chicago, siehst du ein Giftkund so wie Pistache. Haare offen, Spielgitarre, Outfit passt zu meiner Visage. Ewa, du nicht Tortole, da, Klicklack, Pistole, da. Ich nimm dich an der Hand, brauchst du weiß, bin ich für dich da. Lässt die Wirkung nach, rufst du meiner. Hörst du auf, wie ich heiß, wenn du nicht dumm bist. Deswegen hat er immer die Kapuze so. Weil, wegen? Der hat die Kapuze immer so die ganze Zeit so tief, weil er einer der wenigen war, oder er einer der Leute war, der das alles nicht so krass verkraftet hat, weißt du? Oh, dieses ganze, krass, wir treten jetzt gegeneinander an, gegen Leute, die ich eigentlich voll lieb gewonnen habe und so. Safe, krass. Entweder fliege ich raus, was sehr traurig ist, oder wer anderes, was sehr traurig ist, so. Ja, so unfairmäßig. Ich performe jetzt, obwohl ich gar keinen Bock habe, so, weil ich will nicht, dass dieser Tag endet, mäßig. Crazy, Alter. Und er hat gerade in der Performance hat er einfach angefangen zu weinen aus, so, oh, weißt du? Deswegen hat er es runtergezogen, was ich meine. Crazy. Brauchst du weiß, bin ich für dich da, lässt die Wirkung nach, rufst du meiner. Weil sie so emotional waren, dem Moment. Ja, Bruder, ja. Auf wie ich heiß, wenn du nicht dumm bist. Du rufst nachts immer an, weil du mich vermisst. Doch bin ich dumm, bist du nicht da.
verliebt in Rausch. Das letzte Mal, verlorene Seen, bist du bereit, sag, wo bist du? Heute Nacht sind wir zu zweit, kein Rendezvous. Deine Blicke aus Eis, sag, wo bist du? Dass er so schnell wird, so Techno. Aber geil, ja, voll. Ja. 10 BPM schneller auf einmal. Geh nochmal kurz zurück, mein Herz blutet. Bruder, ja, das meinte ich so, lasst eure Emotionen zu. Das hat seine Performance nochmal gestärkt, so diese Emotionen gezeigt. Krass. Vielen Dank, Ilo. Ich weiß, es ist sehr emotional. Amo. Zeig uns deine letzten Worte. Amo, Onkel. Was ist der Fahrstuhl? Ist das immer so? Nee, die zeigen immer so den Rückblick von der ersten Folge, wo die Leute sich vorgestellt haben. Das beginnt immer in diesem Fahrstuhl, da? Ja, genau. Okay. Das sind die Rückblicke von der ersten Folge. Mhm. Mein Ziel bei Rap Lavigne ist einfach weit zu kommen, Erfahrung zu sammeln und sehr viel Spaß dabei zu haben. Schau, Scharmutter, na geh nicht waschbuda. Dein Herz brummt wie ne Subwoofer. Ja, du hast vor Smike gehabt. Ich hab den Tod gefeiert. Ich muss den fetten Amo, ich steh für dich, mein Bruder, ja? Genau, was viele Leute vergessen haben und nicht wissen, ist, Amo wäre eigentlich schon am Anfang rausgeflogen, so in den Top 100, glaube ich. Aber Sammy hat ihn mit Joker weitergezogen, weil er ihn so gefeiert hat. So. Oh, hat sich ja gelohnt, ne? Hat sich gelohnt, ja, der hat sich echt bewiesen, so auf jeden Fall. Amo ist sehr krass. Original G, Angel Di Marie, ich bin all in one, Multivitamin. Ich bin real, du Atletico Madrid, kill. Scheiße, Bruder, fick doch nicht im Flow, Mann. Kurze Frage, wer macht die ganzen Produktionen dort immer? Die Beats, meinst du? Ist das ein Producer? Teilweise waren das die Producer, die wir im Haus hatten, teilweise waren das Beats, die Jungs schon vorher irgendwie geklärt hatten, so, weißt du? Marie, ich bin all in one, Multivitamin. Ich bin real, du Atletico Madrid, kill ein ganzes Squad solo, du hast Rücken voller Teams. Fick auf dein PC, billiges Jim Beam. Gib mir die Kante, so wie schlechte Friseure. Puh, ich fick auf dein Herz, nicht viel. Lucky Lippi von Ceresierte die Söhne. Augenschlitz wie Bewohner aus Hongkong. Hey, sie ist in meinem Haar wie auf. Ist jetzt zu hart, Bruder. Augenschlitz wie Bewohner aus Hongkong. So, hä? Was? Amo, Bruder. Chill doch mal, Bruder. Chill doch mal. Amo ist derjenige, der so diese behinderten Vergleiche überbringt und so, weißt du? Auf Lucky. Schlitz wie Bewohner aus Hongkong. Hey, sie ist in meinem Haar wie auf Lockdogs. Wie Mr. Krabs will Moneten zählen nonstop. Check, ich bin ab heute noch heißer als ein Kochtopf. Arterien voll Wachs wie ne Haarbürste. Gelangt zum Ziel präzise wie Scharfschützen. Hab meiner magisch von nie wieder einen Gramm drücken. Paras ab heute leid. Du Billie Jean, Mini Me, keep it real. Hast du Street viel, nein, noch nie einen Cent verdient. Halt mich mit meinen Jungs oben wie dein Grammkurs. Ihr wechselt noch öfter Seiten als Körner in Sanduhren. Mix mit Marlboro Mix. Mische Alkohol Hisch. Mix mit Marlboro Mix. Mische Alkohol Hisch. Liefer Bretter wie Poco. Kill dein ganzes Squad solo. Hautfarbe Toffee Schoko. Flex and Dress Farbe Bordeaux. Flex and Dress Farbe Bordeaux. Der war auch nur ein Part, ne? Oder? Ein Part, hatte? Ja, ich fand den auch sehr nice. Ich fand den Part besser als ja, ich fand aber nach diesem zweiten Dodo hätte noch was anderes kommen bis zum B-Part, weiß ich. Ich finde
finde das stark, dass alle inzwischen so connected sind. Ja, also jeder von denen, ne, hat entweder irgendwie, selbst Leute, die schon rausgeworfen wurden mäßig, hatten auch Angebote für Label-Deals von links, rechts. Dann, man weiß ja, Haaland ist bei Sadik zum Beispiel. Eamon chillt die ganze Zeit mit Nimo. Amo hat jetzt ein Feature mit Olex, glaube ich. Hilo, weiß ich nicht, aber der hat so ein internationales Feature mit so einem Italiener. Breel, Bruder, ich weiß nicht, vielleicht Breel noch so ein bisschen der Underrated so. Der braucht noch ein bisschen mehr diese Connections und Hype, weißt du? Weil, aber ich glaube, Deutschland, also diese Zielgruppe, die Rapplerie eigentlich ist, checkt vielleicht einfach nicht da, was Breel macht, weißt du? Und Kauta hat auch so mit Nimo und so. Also das hat sich für alle schon ausgezahlt, so. Das, was Breel macht, ist ein bisschen halt, halt weniger dieser französische Sound. Ja. Ne, aber trotzdem schon verständlich. Oh, schon verständlich. Also es ja, schon für dich und mich vielleicht, aber für die Achtjährigen nicht. Hm. Weißt du, ich meine? So Reezy hat nicht viele achtjährige Zuhörer. Die sind ja da mehr so 16 bis 25 oder so, weißt ja, du? Ja, ja, ja. Kinder sind diejenigen, die halt Musik zur Religion machen, so auf jeden Fall. So Eminem für mich, Tupac war für mich Religion, weißt du, ich meine? Wie du magst Biggie, ich hau dir in die Fresse, Bruder, was? Ja. Nur weil die Beef hatten vor 20 Jahren, Bruder, jetzt hast du Beef mit mir, so. So, das sind die Kiddies hier heutzutage. Du beleidigst Eminem? Ja, so. Und je älter man wird, desto passiver wird halt Musik für dich so in deinem Leben, weißt du, ich meine? Amo, danke für deine letzten Worte. Also bis jetzt muss ich zugeben, halt auch einfach wirklich jeder unterhaltsam auf seine Art und voll Weise gewesen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit diesen ganzen anderen Teilnehmern, die jetzt, das sind ja schon ein paar ausgeschieden, oder? Ja, ja, wir waren mit 17, wir sind mit 17 nach Marokko geflogen. Ja. Und am Ende nur noch 6 übrig geblieben, jetzt in der letzten Folge. Stabil, also. Wie lange wart ihr dort insgesamt? 10 Tage. Boah, krass. Jeden Tag 12 Stunden gedreht und so. Geil. Sammy soll mal aufhören, so liebt die Stimmung. Ja, es ist halt letzte Folge, es ist emotional, Bruder, was soll man machen? Was sind meine Ziele bei Rap La Rue? Auf jeden Fall Erfahrung sammeln. Hier sind coole Typen. Tote Jungs, wie sie schreien, Teufel lacht, Engel weint. Siehst du durch, rennst du rein, Augen auf, weil wir früher nix hatten, DG. Wie er performt hat, das war professionell. Ja, der ist. Er hat das gut gemacht. Salam alaikum, mein Bruder, mein Werdegang hat meine Seele verbrannt. Die letzten 20 Jahre meines Lebens hab ich mit Hyänen im Käfig verbracht. Ich hab geteilt und gelacht, der Engel, er schreit, wenn der Teufel dich packt. Bin im Hotel, hau den Spiegel kaputt, ich hab blutrote Augen, bin 3 Tage wach. Was hat dieses Schicksal gemacht? Es Tüten geraucht und dann selber gemacht. Fick diese Welt, lass die Seele verbrennen. Was für Liebe im Bauch hat mich selber geheilt. High Life FaceTime, gib mir mein Cash, hoff, dass nie wieder wird, wie's mal war. Still mit 4 Frauen wieder im Bett, mein Team besoffen, wir kommen nicht klar. Dein Leben geht ab, ab, up and down, up and down. Up and down, up and down. Dein Leben geht ab, up and down, up and down. Up and down, up and down. Wa alaikum salam, ja Aziza, ich weiß, unsere Liebe hat Sünden gebracht. Wegen mir hast du jahrelang Krise gehabt, dass ich mich mal verliere, hab ich selbst nicht gedacht. Schau in die Augen vom Typen im Spiegel, der alles erlebt hat und lache ihn an. Ich erzähl dir vom Leben kein innerer Frieden, doch trotzdem zufrieden mit dem, was ich hab. Du kennst meine Krisen zu Hause, deswegen war Reichtum dir immer egal. Ich hab mich geschämt, nein, ich wollte nicht dealen, denn du hast mal wieder die Rechnung bezahlt. Ich finde den Song, der fällt ein bisschen auf vom Mix her, so irgendwie ist nicht perfekt gemischt irgendwie. Irgendwas stört mich da, ich weiß nicht. Mischen die das immer selber oder wer macht nee, das? Nee, die gehen das dann natürlich weg. Seid ihr eigentlich größer als der SDS von den Zahlen her? Von den Streaming-Zahlen hundertprozentig. Aber der SDS hat... Er schickt Herzchen, er weiß Bescheid. Bester Mann, Bruder. Was hast du da wieder gemacht, Mann? Du hast uns emotional ein bisschen auseinandergenommen. Dein gib mir mein Cash, auf das nie wieder wird. Nur diese Werbung. Ich muss kurz pissen. Ja, mach mal. Ihr unterhaltet den Chat. Ja, ja. Patrone beleidigt. Ja, let's go. Mach mal live den Part von Aisha. Du hast mein Herz geklaut. Eigentlich ist das doch schwerer Raub. Doch du bist ein Unikat. Und es gibt nichts, was du nicht darfst, oh. Mal war ich chill mit 4 Frauen wieder im Bett. Mein Team besoffen, wir kommen nicht klar. Dein Leben geht ab, 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 und down, ab. Ey, wie konnten wir den mitten im Song unterbrechen? Ich dachte, der Song jetzt irgendwie... Nein, das war Werbung. Ach so, Sammy hat den mitten im Song. Der macht das jedes Mal. Nein. Mitten im Song. Ach, Sammy macht das? Hey, FaceTime, gib mir mein Cash, hoff, dass nie wieder wird, wie es mal war. Ich chill mit 4 Frauen wieder im Bett. Mein Team besoffen, wir kommen nicht klar. Dein Leben geht ab, ab, ab. Up and down, up and down. Up and down, up and down. Up and down, up and down.
Geiler Song. Ich fand nur den Mix ein bisschen, den Master vielleicht ein bisschen. Dumpf. Nee, da haben die Mitten gefehlt ein bisschen. Weil Höhen waren da, Bass war da, die Mitten haben ein bisschen gefehlt, glaube ich. Stimmt. Haaland, deine letzten Worte. Super. Ich fand Haaland schon vorher krass, ne? Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, erst als ich diesen Song gehört habe, diesen jetzt herkommt, ja, dachte ich so. Also sein Abschluss. Ja. Okay. Erst als ich diesen Song gehört habe, dachte ich so, okay, guck mal, vorher, ich habe verstanden, dass die Kiddies sich feiern, aber jetzt hast du gezeigt, dass du eigentlich erwachsen bist, so weiß ich mal. Weißt du, was ich an ihm feiere? Er hat halt sehr diesen ausländischen französischen Slang, aber der reimt nicht einfach nur die letzte Silbe, sondern er benutzt halt auch schon Nomenreime und so. Ja. Nomenreime, Doppel- und Trippelreime und endet den Reim dann manchmal mit einem anderen Wort, also dass es weitergeht. Dass es weitergeht, ja, finde genau, ich genau, sehr, genau. Sehr kreativ. Und sehr, wenn sehr, er noch am Anfang seiner Blüte ist, so. Er ist sehr kreativ, dann wird er sich ja selber das noch neu. Bruder, das ist auch ein sehr disziplinierter Junge, so. Der schreibt 3 Stunden am Tag, so, weißt du? Komme, was echt? Wolle, so. Ja, oh, krass. Ja, ja. Er sieht auch noch aus wie, keine Ahnung, 17, 18? Er ist 17, ach, krass, 17 ja. Ist er noch nicht 18? Nee. Boah, vielleicht wird er jetzt bald 18, aber ich glaube, der sitzt. Sie war Rappler Rühm. Gewinnt. Tiki-Taka, Tiki-Taka wie Iniesta, Trackpatron. Haaland! Haaland! Ja! Geil! War Mo noch am Start als der Beef zwischen... Guck mal, später diese Fragen, okay? Wir machen später diese Life is Pain Geschichte. War Mo am Start, als der Beef zwischen PA und Sunny eskaliert ist? Ja klar, war ich am Start. Okay, später. Im Rot-Lila, farbenloser Straßenboden war mein Wohnzimmer. Schon immer, von klein auf Blockkinder, schlechte Vorbilder, auf Floss Mamas Concealer. Ich hörte ich erstmals, wie das Koks knistert. Herzlich willkommen in der Düsternis, trügerisch ist das Lebensalter, denn es verweckt mit der Zeit wie Blumen ohne Regenwasser und das Blütengift die Tür ans Licht. Mama am Bügeltisch bis Hände entkräften, weiß geglättete Hemden, will oben ankommen, sag wann enden die Treppen. In 4 Wänden gefesselt, muss meine Schwächen bekämpfen, im Herzen Brände entschärfen, fuck I'm a criminal person. Wozu wechselnder Maske? Die Sechsen in Mathe führten zur Belve der Flasche. Plötzlich wird's grellere Schwarze zu helleren Farben und vom Second entladen zur Canada-der Jacke. Verstehst du, was ich meine, Bruder? Das ist voll krass. Crazy. Sehr schön, ich hab geguckt, was ist das? Ja, genau. Ich auch. Da will er auch. Wallah. Und jetzt für alle, die immer gesagt haben, warum feierst du Haaland? Der ist so tiki-taka. Versteht ihr? Versteht ihr, was ich meine? Ach, wenn sie sein Entertainment, sein Entertaining nicht schon gecheckt haben, so. Ja, okay. Verstehst du? Ja, aber viele haben gedacht, guck mal, viele, die mich kennen, schon lange bevor jetzt Rap La Rue und so kam und sowas. Ja, ich weiß, du hast einen lyrischen Anspruch, so. Aber das ist ja tiki-taka auf hohem Level. Auf sehr hohem Level, das weiß ist ja ich meine. Ne, also das ist ein Text, den können 99% der Deutschrapper heutzutage nicht schreiben. Genau. Weiß ich meine. Also sagen wir mal, es ist Tiki-Taka, wie sie sagen, dann aber ein überdurchschnittlicher Tiki-Taka-Schreiber, so, weißt du? Also sehr, schon. Sehr. Ja, ja, genau, genau. Fehler. Mein Gegner, ich selber. Uns veränderte. Fehler nach Fehler. Mein Gegner, ich selber. Und meine Freunde, die Patronen. Hol mich raus, sie tragen Rattenhaut. Nimm den Tod in Kauf, willkommen im Plattenbau. Und ich raste auf, wache auf in dem Krankenhaus. Versteht ihr, was ich meine, Bruder? Der 17, das ist Musik. Das ist wirklich gute das Musik. Das ist große Musik. Sogar. Sehr groß, ja, Mann. Voll. Aber
aber das war ein Song, der war halt eine Geschichte quasi. Ah, weißt okay. Was ich mein? Hm, so. Verstehe. Und sozusagen ist das ein, ja. Crazy. Und da, ich mag auch sowas, ne? Wenn ein Song sich nach und nach aufbaut und dann so in einem... Kann so enden. Ja, ich sag mal Crescendo. Ja, ich dachte, jetzt kommt es weiter. Ja, safe. Also Haaland. Stark. Wo ist der Dings-Button? Das war ein Abgang, Haaland. Dankeschön. Mach doch nicht Abgang, so ist Sammy. Bruder, was sagst du? Krauter, Ilo, Amo, Breel, Haaland, Heyman. Bro, das sind alles Motherfucker. Ja. Hey, oder wie oft noch, Sammy? Reicht doch! Eine Entscheidung. Vertraust du mir? Ich vertraue dir. Aber ich habe auch eine Meinung. Ja. Ich weiß, ich glaube, ich weiß auch. Ja? Okay, lass rein. Bring das Ding zum Ende, ja? Komm. Guck mal, gerade wurde er gestellt, seid ihr nervös und so, dies, das, also die Frage wurde er gestellt. Und ich finde, bei mir ist das so, seit dritte Runde bin ich nicht mehr nervös, weil ich finde, ab der dritten Runde sind wir schon Stars geworden. Wir sind schon, wir haben schon alles erreicht, was wir erreichen wollten und ich bin richtig dankbar, hier zu sein. Und als ich diese Villa betreten habe, habe ich für mich schon gewonnen. Deswegen, wir sind alle, egal was jetzt passiert, wir sind alle Stars. Ja. Ihr seid wirklich alle Stars und egal was passiert, so. Egal wer gewinnt, er teilt mit uns die 50 Stunden. Herzlich willkommen im Finale, André Risala. Ich weiß, dass es sehr emotional ist. Ich weiß, dass ihr sehr gespannt seid. Jetzt geht's. Jetzt geht er, ja. Wäre ich auch. An eurer Stelle. Aber auch wenn es weh tut, ich glaube, wir sind zu einer Entscheidung gekommen. Ich weiß nichts, also ich... Alles gut, ist gut, ist gut. Die für uns passt. Breel. Du bist der erste Gewinner. Great. Er hat's nicht gecheckt, Bruder. Er hat's nicht gecheckt. Krass. Er war auch am Ende noch. Echt, ja? Boah, crazy. Wir mussten danach noch immer mit diesem spannenden Beginn. So, man weiß nicht, wirft er mich jetzt raus oder? Ja, das Sammy hat kurz knackig gemacht. Das ist krass. Komm gerne hoch. Hast du die verdient, ich schwör's dir. Ja, als Sammy gesagt hat, dass ich der erste Gewinner bin, all diese Last, ne, die ich seit Jahren trage, Digga, die war weg. Die war von jetzt auf gleich einfach weg. Normalerweise, ich wach auf, ich hab das im Kopf. Ich hab immer irgendetwas im Kopf, was mich beschäftigt, aber Digga, das war einfach alles weg, alles leer. Und das war so eines der schönsten Momente, die ich in meiner ganzen musikalischen Laufbahn je erleben konnte. Weil ich oft das Gefühl hatte, Digga, ich mach nicht genug, ich mach was falsch, das reicht nicht. Vielleicht muss ich mich doch verändern. Aber Digga, hier habe ich Leute gefunden, die mir gezeigt haben, ich bin genauso wie ich bin. Bin ich gut. Ich bin gut genug. Breel, mein Bruder, ich küsse dein Herz. Ich bin sehr stolz auf dich und ich bin auch sehr stolz auf Rap La Rue. So, dass wir haben damit ein Statement gesetzt, dass wir dich haben gewinnen lassen. Erstens, weil das einfach dieses Ding ist so, guck mal, wir folgen nicht einem Trend unbedingt. Wir folgen nicht unbedingt dieser Hype-Masse und blablabla. Mhm. Okay, das, was heute angesagt ist, kann man nicht absprechen, kann man nicht ignorieren so. Mhm. Das jetzt vielleicht noch nicht so krass in Deutschland, aber trotzdem erkennen wir sehr hohes Potenzial, sehr großes Potenzial. Ja. Ich bin stolz darauf, dass Rap La Rue einfach sagt, okay, wir gehen nicht nach den Klicks, wir gehen nicht nach den Hype.
Hype-Zahlen und sowas. Ja, so. Ja, ja. Sondern er ist krass so. Und ich bin stolz darauf, dass wir den Rap LaRue-Zuhörern auch eine neue Schiene zeigen dürfen und vorstellen dürfen. So, ja. Guck mal, Leute, die du respektierst, sagen, das ist krass. Mhm. Deswegen hör diese Musik. Also, ja. Ich mein, entwickel dich weiter. So, erweitern den Horizont. Verstehst du? Ja, ja, ja. Deswegen schöne Grüße mal an meinen Bruder Bre. Egal, wie man wählt, es ist falsch. Aber man muss wählen. Und einer muss gehen. Amen. Du bist der nächste Gewinner. Ja, Mann! Ich bin stolz, dass ich jetzt den Weg einschlagen kann, dass ich meiner Familie... Kannst du auch Arabisch lesen? Ja, das schön Nijar. Besseres Leben. Hanan. Ich weiß nicht, ob das ein anderer Begriff sein soll. Ob das, also es arabische, sind arabische Buchstaben, ja. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt... Was ist er? Marokkaner? Er ist Tunesier. Und dann hat er vielleicht Najat, Najat, Najat. Vielleicht ist der Name seines Dings. Mhm. Najat, sein Vater. Und links ist... Seine Mama. Ja, ja. Also, ja. Ermöglichen kann meine Mama und Hanan, klar. Hanan, Hanan, ja, Hanan, Hanan die Mutter und Najat der Vater. Ah, krass. Ja. Boah, süß, sehr schön. Ja, ich, ich komme von echt. Ahmad. Papa. Namad, nee. Ahmad mein Vater, Namad meine Mutter und ihre QR-Code mit ihren Geburtsjahren. Wow. Halt eigene Erfindung so. Das ist krass, oder? Mit Ass im Ärmel. Das ist krass. So halt, das ist halt schon so wilde Dings. Hat auch noch nie jemand so gesehen, einfach zwei QR-Codes. Nee. In die Seite vom Unterarm. Die funktionieren? Nein. Oh. Nein, die hätten funktioniert, wenn die Geburtsjahre nicht mit nachträglich eingeführt worden wären. Das wäre aber krass, wenn man das könnte. Ja. Das wäre krass. So, McDonalds Lieferservice. Okay, let's go. Klaffende Zeiten mit meiner Mama. Und wenn du das siehst, Mama, du bist meine Löwin. Hallo. Ich liebe dich. Sweet. Meine Mutter ist die krasseste Kämpferin in meinem Leben. Die hat mir gezeigt, was Kämpfen ist, seitdem ich klein bin, seitdem ich ein kleines Baby bin, ist meine Mutter am Kämpfen und das tagtäglich. Also bei uns war echt wirklich Tag für Tag ein Kampf. Krass. Haaland, du bist der nächste Gewinner. Das ist so ekelhaft immer, diese Dings. Sag doch gleich, du bist der erste Gewinner und du bist leider raus. Ja. Auf jeden Fall, wie ich mich fühle, ich fühle mich einfach nur wirklich glücklich, dass ich es für meine Mutter geschafft habe. Ja, Mann. Schön zu hören, wofür die sich freuen. Es war wirklich schwer. Ja, Mann. Ammo, du bist der nächste Gewinner. Und jetzt achte mal drauf, Leute. In beiden Gesichtern von den beiden letzten ist 100% geschrieben, ich weiß schon, ich bin Verlierer. Ich weiß schon, ich bin Verlierer. Echt? Ja, das ist echt so traurig. Holt Brill bitte auch. Die war krass. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar auch, dass ich als Sieger hier rausgehen kann. Samo, ne? Ja. Kurz bevor wir jetzt diesen Auftritt hatten, ist mir nochmal alles durch den Kopf gegangen, warum ich hier bin, warum ich das alles hier mache und so. Und dann kam Eamon auch zu mir. Wir haben uns umarmt und wir sind alle eigentlich schon fast aus demselben Grund hier. Wir wollen es einfach hier rausschaffen. Also nicht hier rausschaffen, sondern in Deutschland rausschaffen. Für mich eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit. Wer ist das? Kameramann. Spielt das? Nein, Bruder, die ganze Zeit, Bruder. Wie ist denn nochmal? Ismael. Ismael, Bruder! Was machst du da? Das ist nicht der Moment. Für mich eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit.
Aber Kauter, du hast sehr stark performt. Darum, Lilo, du musst leider deine Koffer packen. Und du fliegst als Gewinner morgen nach Deutschland zurück. Sammy hat jedes Mal diese... Also Kauter hat einfach verloren jetzt? Eiersprüche gemacht. Wollt ihr mich gerade verarschen? Ja, die hat verloren. Schick mir auch ein Audio, ja. Ja, komm, mach. Komm, geht's den Jungs. Habt ihr Hilo? Sammy hat immer Leute hops genommen, Bruder. Ich wollte gar nicht so mit diesen Gefühlen spielen. Das ist halt gut für die Show natürlich, aber das ist schon hart für diese Emotionen. Du packst deine Koffer und fliegst mal. Ja. Ja. Das gleiche gilt für dich auch, Kauter. Ihr habt alle sechs. Die rafft nicht. Wie? Die rafft nicht. Alle gewonnen. Die rafft nicht. Hä? Ach krass. Gewonnen. Crazy. Jetzt raff ich auch nichts mehr. Also wie? Also der hat gesagt, und das gleiche gilt für dich, Kauter. Ja, heißt, alle haben jetzt gewonnen. Ja. Ja. Das heißt, ihr habt einfach eine Person mehr gewonnen. Ja. Okay. Es hieß eigentlich, dann nehme ich alles zurück. Ja. Krass, okay, krass, crazy. Es hieß eigentlich, dass wir 5 Leute mitnehmen, ja. Ja. Aber wie gesagt, nee. Also deswegen, entscheidet ihr dann praktisch beim nächsten Mal strenger, oder wie habt ihr das? Oder nee, ab jetzt ist Community Voting. Ach, jetzt ist Community Voting. Okay, krass. Aber auch nur die Top 3. Mhm. Also 1, 2, 3, dann 4, 5, 6. Ich bin einfach zu wenig in der Materie. Aber jetzt habe ich das einmal so... Nee, alles gut. Kann man ja nicht wissen. Aber deswegen habe ich die ganze Zeit zu Sammy gesagt, Bruder, können wir nicht einen mitnehmen? Können wir nicht noch einen mitnehmen? Können wir nicht noch einen mitnehmen? So. Du hast einfach nicht übers Herz gebracht, da irgendwie zu droppen. Ja. Ist der Anfang auch Community Voting? Also wenn man sich ursprünglich bewertet? Der Anfang? Bewirbt? Ich weiß gar nicht, weil am Anfang war ich noch selber gar nicht dabei. Also wenn man sich so mit den 60 Euro bewirbt, also wie ist das? Ich glaube, das ist Jury. Okay. Ich glaube, das ist nicht Community. Bei Icon ist, glaube ich, Community Voting, ne? Das Problem bei Community Voting ist halt immer, du hast halt immer Leute dabei, die schon eine größere Reichweite haben. Mhm. Und dann kann es halt sein, dass Leute nicht mitkommen, obwohl die hätten weiterkommen müssen vom Talent her. Ja. Aber nur, weil die eine größere Reichweite hatten, genau. Jemand anderes. So, deswegen. Dann wollen wir es ja auch machen, also Jury. Mit Jury, ne? Ja, ja, ist besser. Ausschließlich. Ist besser. Ja. Also ich verstehe, so Top 3 würde ich auch sagen, okay, wir geben ab. Okay. Weißt du? Also würde ich verstehen, jetzt nicht für jedes Format so, aber ich würde es schon verstehen. Weil ab dann, du hast schon diese Talentschmiede gemacht, du hast der Welt gezeigt, guck mal, das sind die Leute, die wir am krassesten finden, jurymäßig und so. Natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu immer und ab dann müsst ihr selber entscheiden. Lass mal nochmal einen, Kauter. Fliegt hier irgendwo noch so ein USB-C-Anschluss? USB-C. Der hat er rausgezogen, ja. Oder? Ja, kannst du wieder einstecken. Einfach das, nur diese einfach, Kopflampe. Ja, stimmt, hier. Einfach. Was kann ich denn ziehen hier? Da das obere. iPhone 15, du weißt. Du weißt. iPhone 17 bald wirklich Realität. Ja, iPhone 17 ist bald Realität. Geil, 2 Jahre noch, ne? Nee, ein Jahr. Nee, nächstes Jahr. Anderthalb dieses Jahr. Jahr so, nee, nächstes. Ah, ja, genau, anderthalb. Ja. September kommt 16 raus, ja. Dann kommt iPhone 17. Bescheuert. So verrückt. Ich hatte ja einen Song mit Casey, der so heißt. iPhone 17? Deswegen sagen die das doch. Der hat vor 10 Jahren gedroppt. Ich der hieß so- iPhone 17? Ich habe ihm die Songidee gegeben. iPhone 17. Und da haben die da Parts drauf geschrieben. So. Ich habe den dann so Parts. Diamant. Ja, ist Gold gegangen. Und so, ja klar, iPhone 17. Der ist Gold gegangen? Ja, ist Gold gegangen. Der sah aus wie golden, sieht aus wie ein iPhone. Boah, geil. Digga. Richtig crazy. Wie viele Songs hast du, die so Goldstatus haben oder Platin? 2, 3, so 4, 5 Stück. So, aber halt meist, 4, 5 Stück. Ja, aber leider halt immer die Features so. Und ich habe Aisha und Aishas Gold und noch eine andere Nummer, ich weiß jetzt nicht genau welche. Das sind so meine eigenen Goldnummern. Alle anderen sind halt immer so mit Features und so, ne? Hm. Aber diesen Sommer, inshallah, die nächste. Wenn ich dir nachher zeige, ich habe 2 Nummern, die haben potenziell. Du wirst ja nachher erfahren, warum. Mhm. So wegen den Features. Das war mein größter Traum. Einfach eine goldene. Einfach eine goldene. Hätte ich mich auf eine Sache konzentriert, hätte ich auch schon längst gehabt. So. Mhm. Und wir sind mit einem Song, wären wir schon längst Gold. Aber es war genau das Jahr, wo die diese Streaming-Zahlen halbiert haben. Weißt du? Oh shit, auf 40 Millionen gegangen. Jetzt ist es auf 60, ne? Ja. Wow. Schon gemein, ne? Scheiße. Ich habe das endlich geschafft. Ich habe tatsächlich eine Platinplatte bekomme ich jetzt. Nein. Das Geilste.
Getränke. Oder Glückwunsch. Okay, nicht als Musiker, sondern halt aufgenommen. Als Ja, egal. Aber zum Beispiel mit Mo zusammen haben wir Hava gemeinsam so die ersten Sachen produziert. Ich habe die ersten Videos gedreht, für aufgenommen. Hava? Ja, mich haben wir sie rausgebracht quasi, also gemeinsam. Sozusagen so. Heartbreaker und Korb ist von mir und als Ganze. Stimmt, das war ja auch von Kai produziert damals. Genau, ne? Stimmt, genau. Ja. Kai ist doch, ich kenne ihn schon ewig. Also echt? Ich habe ihn quasi als Produzent bei Lexan Studios gehabt. Deswegen ist das voll geil. Ja, auch liebe Grüße an Kai. Also wir waren im Studio mit Management damals und haben gesagt, ey, wir brauchen für sie einen Song. Dann habe ich direkt halt Heartbreaker geschrieben und Kaid hat vor Ort produziert. Und dann habe ich mir 2-3 Wochen, war das erste Checker-Placement. Mhm. Ich habe so einen Ordner von denen gehabt, von Checker. Checker bounced the beat. Und dann habe ich dieses Bleibe fort, ich halt mein Wort. Und dann, das war so das erste Checker-Placement, habe ich das geschrieben und danach sind halt unsere Wege, haben sich getrennt. Mhm. Aber ich hatte halt Glück, dass kein Schlaf noch bei mir aufgenommen wurde. Deswegen habe ich quasi sie dafür noch so geil. Okay. Du musst selber bezahlen, das ist voll schwer. Ja, natürlich. 700 Euro von Platte. Ja, ja. Aber ich würde das mit Herz bezahlen. Ja, ich würde natürlich. Nimm noch, ein Taui mehr von mir. Dann lass du mal. Gib mir diese Goldplatte. Ihr habt alle 6 gewonnen. Die hat Gold. Alle haben Gold. Umgefallen. Alle haben Gold. Und vor allen Dingen die anderen Leute wussten ja auch nicht. Die dachten, Kauter fliegt raus. So. Ja. Und dann so, ey, wir sind alle weiter, was? Boah, das war emotional. Ich kenn's auch überall. Geilster Move. Glückwunsch. Boah, Sammy ist einfach nur froh. Sammy ist richtig glücklich, dass er keinen rauskicken muss. Glückwunsch. Ja, wir haben Regeln geändert. Die ganze Zeit in seiner Hand. Ich dachte, die kriegt jemand, der rausfliegt. Das oder so. Wird er doch antäuschen. Das war das. Antäuschen, ja, safe. Das ist aussieht 40 Grad. Das war schon warm. Er ist wirklich ein. Also, der wird noch. Also, dieser RB-Film, den er macht, das ist nochmal. Ja, er muss Gas geben, aber ja. Ja. Ja, aber das wird ja jetzt salonfähiger denn je, so, ne? Also, Reezy und so, die machen das alles schon auf jeden Fall. Mhm. Die legen schon gut vor dafür, muss man halt einfach schon sagen. 100%. Dieses Army-RB-Ding gewinnt immer mehr an Relevanz in Deutschland. Mhm. Ne? Weil das ist ja eh alles Gesang jetzt, ne? Richtig. Und, aber dieser. Es sind vieles. Aber Oldschool kommt auch zurück. Oldschool kommt auch zurück. Alter, was mich zum Beispiel voll gewundert hat, diese Boom-Bap-Beats, Bro, darauf zerlege ich ja alles. Wenn das jetzt wieder kommt mit. Das meine ich doch, Bruder. Wir haben letzte Woche auf einen neuen Song von Eamon reagiert. Mhm. Der hat ein Feature mit Chill und Abdi. So. Ja. Die haben einfach Wu-Tang-Sample gesampelt. Echt? Wie geil. Und ist das Boom Bap drauf gemacht. Komplett alles rein. So Bobby Van Damme kommt dieses so. Nein, typische, nicht diese französische, ich sondern. Ich meine das aber. Amerikanisch Oldschool. Alter, wie krass. Okay, ja, Mann. Crazy. Boom Bap kommt zurück. Sag dir. Entweder kommt Boom Bap zurück oder es kommt erst 20 Jahre später in Deutschland an. So. Nee, Boom Bap in Amerika ist nicht zurück. Das ist das Ding nämlich. Ach so, okay. Boom Bap kommt in Deutschland zurück gerade. Ach, das meinst du? So, okay, weil okay. Sehr viele große Leute, auch ein Enno hat so ein Boom Bap Beat gepickt so vor kurzem. Yeah, yeah, yeah. So große Leute in Deutschland nehmen auf einmal Boom Bap Beats. So. Das ist nice. Die Künstler aus der Marokko-Runde, nein, die sind abgereist. Die waren weg. Wallah, du bist nicht sympathisch, ja? Wie meinst du, Bro? Also sind die wirklich dann nach Hause geflogen, wenn die raus waren? Sofort? Nee, je nachdem, wann die Flüge kamen. Vielleicht 2-3 Tage später oder so, aber ja. Nummer 1, damit ihr wisst. Ich habe noch ein bisschen anderen Eindruck so jetzt gekriegt von Rap Larry. Ja? Mhm. Jetzt magst du gar nicht mehr. Nein, im Gegenteil. Es ist jetzt, also man hat da jetzt, natürlich, ich habe jetzt keine emotionale Bindung zu, aber man betrachtet die Sache jetzt halt einfach nochmal mit anderen Emotionen. Ja, ne? Ja, ist ja jetzt nicht so, dass ich das vorher irgendwie negativ oder so gesehen habe. Mhm. Das war für mich einfach so neutral. Ne? Da ist eine Plattform, die hype gerade. Mhm. Und man sieht auf TikTok dann halt immer wieder diese Highlights. Ja. Aber jetzt halt das mal so am Stück als Folge zu betrachten, ist dann nochmal, auch nochmal. Und dich da auch so zu sehen, ist, Bruder, also auf jeden Fall Dankeschön. Geil. Dankeschön, Bruder. Es muss weinen, Bruder, ich mach's. Meine Gefühlslage ist, ich bin sehr erleichtert, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Ich habe mich für jeden Einzelnen gefreut, natürlich auch für mich. Es war eine geile Zeit. Es war, ich glaube, so ein Moment im Leben, den man, glaube ich, nie vergessen wird. Dankeschön. Danke für diese unglaubliche Zeit. Danke für fast ein Jahr Rap Larue. Danke für diese tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte. Danke für dieses tolle Team. Rap Larue ist einfach so eine Riesenchance für uns alle. Und wir könnten alle nicht noch dankbarer sein. Wirklich vielen, 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 vielen Dank.
Ihr habt mir erst richtig gezeigt, wer ich bin. Wir haben entschieden, wir ändern die Regeln und ihr alle habt gewonnen. Ja! Ja, Mann, Junge! Komm zurück, noch eine Sache. Noch eine Sache. Noch eine Sache. Ey, danke. Ich komm. Killer. Wir haben es nicht mehr übers Herz gebracht, einen von euch traurig zu machen. Und für uns seid ihr alle krass. Jeder auf seine eigene Art. Und wir haben angefangen mit Rap La Rue. Und jetzt sind wir am Ende. Dankeschön. Sammy! Auf geht's. Bitteschön. Warum wir immer alle so reagieren, ne? Das Wasser war eiskalt. Eiskalt, das wurde nicht beheizt. Ja, ach, krass, okay. Keiner hat sich immer da reingetraut die ganze Zeit. So. Das war wirklich eisbar. Und dann sind die am Ende so alle rein. Alles scheiß drauf. So, ja, Mann, jetzt kurz. Vor Freude Schock. Einfach. Ja, ja, voll, voll, voll. Aber du hast in Rap La Rue wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet. Dankeschön, Bruder. Rap La Rue 2 mit dir ist schon vorgeschrieben. Janne, du musst dabei sein. Ich bin auch dabei, Bruder. Top 6, alle! Sammy, Bruder! Unterschiedlichen Individuen, die alle auf ihre eigenen Art und Weise krass sind, auszusortieren. Das ist schwierig. Am liebsten würde man sagen, ihr seid Rap La Rue. Jeder released jetzt. Ja. So, weißt du, ja. Das ist halt schon. Weißt aber du? Das Ding ist, was viele Leute nicht verstehen, ist so, natürlich das Preisgeld steigt halt, je höher du kommst, ja, ne, im Rang so. Aber Leute, die davor ausgeschieden sind, zum Beispiel wie so ein Gio, so, der hat seine Arbeit getan. So. Mhm. Er hat seine Spotify-Zuhörer vervierfacht, verfünffacht, was okay, auch immer. Okay, geil. So, er geht viral auf TikTok, er wird eingeladen in Podcasts, bla bla bla. Das heißt, jeder, der also ab dieser Villa-Folgen bei Rap La Rue, war jeder schon wirklich ein Gewinner. Jeder hat daraus sein Ding gezogen, egal wann du rausgeflogen bist. Weißt du, ich meine? Okay. So. Es war immer eine geht mal weg, danke für dein Primer, Bro, danke für den Support, appreciate it very much. Shoutout dabei, hast echt krass dazu beigesteuert. Dankeschön, Jungs. Also, mega. Ich muss sagen, ne, in den Folgen kommt das eigentlich gar nicht so rüber, was ich überhaupt dazu gesteuert habe. Aber Dankeschön, Jungs. Er wollte noch mit. Hey, Jungs, Jungs! Wie komme ich hier jetzt am schnellsten wieder raus? Guck mal, er ist sofort. Welche Jahreszeit war das, Bro? Das war Januar. Okay, da ist Marokko ja auch nicht unbedingt gleich. Nachts 9 Grad, 8 Grad. So. Oh. Dann kühlt das Wasser herunter. Ja, genau. Nee, es war aber gar nicht beheizt, der Pool. Ja, noch schlimmer. Das heißt, der Pool war durchgehend so 10 Grad oder so. Ja, ich sag ja, aber wenn es jetzt im Sommer gewesen wäre, wäre nicht schlimm gewesen. So. Genau. Aber jetzt, Januar, ja, ja. Oh mein Gott. Ich okay. Weg, so. Raus. Sein Gesicht wurde wieder direkt flüchten. Das ist so geil. So süß. Wie kalt, Mann! Oh mein Gott! Also natürlich, man könnte viel leaken, aber machen wir natürlich nicht. Ich weiß, ich war nicht immer der einfachste Sohn. Ich weiß. Oder weißt du, warum das hart ist gerade? Wir wollen gerade nach Marokko fliegen, so. Mit 17 Künstlern, 15 Leuten vom Team und so. Brille wird einfach von Bundespolizei angehalten am Flughafen. Nein. Die sagen, wir müssen uns unterhalten, so. Auf dem Weg? Ja, bevor er abfliegt, so. Crazy. Die sagen, Bruder, du hast 18 offene Verfahren. Du kannst nicht mit, eigentlich mäßig. So. Ja, die so, zeig mal dein Rückticket, so. Mäßig, wir wollen nicht, dass du abhaust jetzt. Ja, so. Ja, wir wollen sicher sehen, dass du wiederkommst. Ja, ja, genau. Er zeigt Rückticket, die sagen so, okay, so und so und so, aber wir müssen hier mit diesem Staatsanwalt und mit diesem arbeiten, bla, wenn du zurückkommst, wir müssen uns unterhalten, so. Du bist vorgeladen und 18 sowas. 18 Verfahren. Ja, deswegen, für ihn war das
emotional Stress, Bruder. Ja, Mann, Alter. Überhaupt mitzukommen, gar mitzudürfen. Nicht locker machen und dann bist du da und du weißt, wenn ich zurückkomme, ich werde den Arsch gefickt. So. Ja, Mann. Scheiße, Mann. Du gibst dir immer Mühe und ich weiß, deine Gesundheit ist manchmal ist mal so, aber du bist immer für uns da gewesen. Hm. Und dein Sohn hat's geschafft. Hm. Ja, ich hab's. Okay, ich hab's geschafft, Mama. Ich liebe dich. Und ich liebe alle, die am Brei glauben. Bis hierhin. Das ist kein Ende. Das ist gerade erst der Anfang. Vertraut mir. Vertraut mir. Ums Überleben, mal ging es uns gut, mal nicht, mal hatten wir keinen Strom zu Hause. Ich war in meinem Zimmer, mir die Haare rausreißen. Meine Mutter hatte Filme, wie die das jetzt klärt. Ich habe viel Scheiße auch gemacht in der Zeit. Hat mich viel draußen rumgetrieben, weil ich zu Hause nicht so klar gekommen bin. Und ich habe viel Scheiße durchgemacht mit meiner Mama. Dass ich nicht mal so in Worte fassen kann, wisst ihr? Ganz, ganz viel. Und das ist so ein schönes Gefühl, jetzt hier zu sein und mein Leben anders gestalten zu können. So mal stolz auf mich selber zu sein, weil ich war mein ganzes Leben noch nie so stolz auf mich. Ich glaube, Mama, du auch nicht. Aber jetzt ist was anderes, weißt du? Deswegen, ich kann meine Gefühle nicht so beschreiben. Ich komme echt von harten, harten. Was geht ab, Jotuk, mein Bruder? Wie geht's dir? Ja? Ich hoffe, alles gut. Harten Hustle. Harten Schicksalsschlägen. Und jetzt habe ich die Chance bekommen, einfach was daraus zu machen. Okay. Was sind wir? Rebellion! Das ist wirklich ein Film, der zu Ende geht. Ja. Wow. Crazy. War auf jeden Fall schon sehr nice, damit reinschauen zu können. Aber jetzt meine, andere Frage jetzt. Lieferdienstabend zu, ist er? Kein Tag ohne Hustle, Farben der Fabeln schon lange verwaschen. Ich hoffe nur, dass meine Narben verblassen und geradlinig zu einem Mandala verwachsen. Bleib reserviert wie die Navajo. Glaub mir bei Beef und mein Partner, die Calico. Mann, ich weiß nicht für mein Money tu. Lass sie singen wie Guantanamo.